Meister Ritten hier in den schwarzen Dressen ist als Dritter der Master Round in der Weihenstephan Arena beim Spitzenreiter der Playoff-Runde Sterzing zu Gast. 800 Zuschauer wollen sich das Topspiel des 9. Spieltags in der Zwischenrunde nicht entgehen lassen. Die Rittner müssen Max Ploner vorgeben, der sich am Donnerstag gegen Cortina einen Kreuzbandriss zugezogen hat und bis Saisonende ausfallen wird. Die besseren Chancen finden im ersten Drittel die Gäste vom Hochplateau vor. Ambrosi probiert es in der Anfangsphase von der blauen Linie. Burula lässt den Puck abprallen, aber Simon Kostner kommt nicht mehr an die Hartgummischale heran. Kurz darauf will Owens einen Pass auf Fabian Hackhofer spielen. Johansson schnappt sich die Scheibe, stürmt auf Burula zu, doch Sterzings Goalie ist auf dem Posten. Sterzing wird Mitte des ersten Drittels erstmals gefährlich. Breiter auf Meier, doch der Außenpfosten ist dem Angreifer der Broncos im Weg. Nach 20 Minuten steht es 0:0. Das zweite Drittel beginnt ebenfalls mit einer Rittner-Möglichkeit. Hackhofer mit diesem Fehlpass, D'Accordo riecht Lunte, umkurvt das Tor durch Burula, macht das kurze Eck rechtzeitig zu. Danach spielen die Broncos in Überzahl. Huber sitzt in der Kühlbox. Hackhofer sieht Owens, doch wieder treffen die Hausherren nur das Aluminium. Die Szene beinahe ungekürzt. Owens zieht ab, Weinhandel lässt abprallen und Walters bzw. Stofner können Rittens Goalie nicht überwinden. Mit einem Mann weniger am Eis kommt Ritten beinahe zum Führungstreffer. Johansson schnappt sich die Scheibe, stürmt auf Burula zu, doch er verzieht allein vor Sterzings Goalie. Und auch die nächste gute Möglichkeit hat Mitte des zweiten Spielabschnitts Rittens Nummer 13, doch Burula ist abermals auf dem Posten. Beide Goalies zeigen eine starke Leistung, treiben die gegnerischen Angreifer mit ihren Paraden zur Weißglut. Nach 40 Minuten immer noch kein Tor in der Weihenstephan Arena. Das ändert sich im Schlussdrittel aber schlagartig. Borgatello muss auf die Strafbank, da gewinnt Jason Walters das Bulli. Nathan mit dem Pass zurück auf Walters, der Weinhandel das Nachsehen gibt. Es ist der 14. Treffer von Walters im 14. Match für die Broncos. Nach 24 Sekunden im Schlussdrittel führen die Wipptaler mit 1:0. Die Freude der Hausherren, die währt aber gerade einmal 26 Sekunden. Dann zieht Albo von der blauen Linie ab, Thomas Spinell fälscht den Puck unhaltbar für Burula ab. Nach 40 Minuten, 50 Sekunden steht es 1:1 unentschieden. Die Broncos lassen sich vom Ausgleich aber nicht aus dem Konzept bringen und wollen die Entscheidung herbeiführen. Hackhofer aus der Distanz, Weinhandel lässt abprallen und Ramsey befreit vor dem einschussbereiten Walters. Dann dieser Konter von Jason Walters, der geniale Pass auf Owens. Doch Sterzings Nummer 11 verzieht Riesenchance auf die neuerliche Führung der Broncos, die Owens hier sehr leichtfertig vergibt. Und das rächt sich beinahe, doch Kostner kann aus dieser Doppelchance kein Kapital schlagen. Es bleibt bis zum Ende des Schlussdrittels bei der Pattsituation und somit geht es in die Verlängerung. Dort schlägt in der 4. Minute Bauer den Puck nach vorne. Das Missverständnis zwischen Weinhandel und seinen Verteidigern und irgendwie stochert Hannes Stofner den Puck über die Linie. Riesenjubel bei den Sterzingern, denen der erste Platz in der Playoff-Runde wohl nicht mehr zu nehmen ist. Ritten muss zum 8. Mal in dieser Saison Überstunden leisten, zieht zum 7. Mal den kürzeren. Der erste Platz in der Playoff-Runde, der rückt in weite Ferne. Irgendwo ein strenges Spiel. Sie sind brutal Eis gelaufen. Wir sind ein bisschen weniger gelaufen. Und nein, ich sag, es war ein schönes Spiel, glaube ich, für die Leute. Und 0-0. Und dann gehen sie gleich 4 Sekunden im Powerplay, schießen sie 1-0. Nach mir gleich 1-1. Ich glaube, es war ein interessantes Spiel. Und in Overtime ist es ein bisschen schlecht gegangen für uns. Aber großes Kompliment ihnen.